Werte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, liebe Mecklenburger und Vorpommern, zu dieser Stunde sind keine Gäste mehr da. Hier sind auch noch ein paar. Da ich diese Ausbildung Facharbeiter mit Abitur durchlaufen habe, seinerzeit um den Beruf eines Facharbeiters für Nachrichtentechnik zu erlernen, erlaube ich mir auch gleich noch mal einen kurzen Rückblick darauf, wie diese angestrebte Ausbildung. Nein, keine Angst, wie diese Ausbildung dann eigentlich aussah. Ganz konkret hieß das, 10 Abiturfächer waren zu bewältigen. Dass sich um einen technischen Zweig war, fehlte natürlich Musik und Biologie und auch Kunst. Ja, singen kann ich nicht. Es waren 11 berufstheoretische Fächer zu absolvieren und 9 berufspraktische. Dann kamen die Abschlussprüfungen. Zunächst war eine Hausarbeit mit Verteidigung für den Facharbeiterbrief und dann die regulären Abiturprüfungen abzulegen. Das war schon eine gewisse Doppelbelastung. Denn die Dauer dieser Ausbildung betrug 3 Jahre. Demgegenüber stand die Dauer der Ausbildung ohne Abitur von nur 2,5 Jahren. Also ein halbes Jahr Unterschied an dieser Stelle. Oder vergleichen wir es mit dem Abitur 1 Jahr mehr, um dann dieses dezent abgespeckte Abitur zu erlangen. Dazu war natürlich ein umfangreicher Stundenplan notwendig, also täglich 8 Unterrichtsstunden und in den ersten 2 Jahren auch samstags. Aber nur alle 14 Tage. Nur alle 14 Tage. Ja, das war. Ja, in der letzten Stunde war dann Englisch, da bin ich dann auch mal gegangen, weil ich den Zug noch kriegen musste. Das hat Frau Köppel nicht mehr so mitgekriegt. Nun ja, so sah es aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und hierzu soll jetzt ein neuer Anlauf unternommen werden, eine adäquate Ausbildung dieser Art und Weise in Angriff zu nehmen. Und wie hier auch schon dargestellt wurde von verschiedenen Seiten, waren auch bisher gezeitigte Versuche hier im Land nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Das heißt also, dass diese Anträge doch oder dieser Antrag auch irgendwo ein inhaltliches Risiko beinhaltet. Und diese Unsicherheit in den Erfolgsaussichten drückt sich eigentlich auch in der Antragstellung und in der Herangehensweise an dieses Thema irgendwo aus. Ja, wenn die Landesregierung trotzdem über einen neuen Anlauf nachdenkt, so hat sie, wie ich hörte, auch den sächsischen Modellversuch vor Augen. Dieses Modell hat einige Besonderheiten. Es wird nur in 4 Städten praktiziert und nur für 6 Berufe, darunter 4 Mechaniker und 2 IT-Berufe. Die Bewerber müssen sich vorher als leistungsstarke Schüler erwiesen haben. Trotzdem kommen nicht alle Schüler mit dieser Doppelbelastung zurecht. Und auch hier klagen Unternehmen über die starke Abwanderung von Auszubildenden nachher über das Studium in andere Berufe. Ja, gerade hier im ehemaligen Osten liegt es auch nahe, auf die Erfahrungen zurückzublicken, die zu DDR-Zeiten mit einer solchen Parallelausbildung gewonnen wurden. Viele unserer Mitbürger haben, so wie ich, auch diese Ausbildung durchlaufen. Nicht alle sind hinterher in ihren Beruf zurückgegangen. Bei mir war es der Fall. Ich habe also immer berufsnah gearbeitet und ich kann sagen, für mich war diese Ausbildung durchaus von Vorteil. Ja, da kommen wir noch dazu. Freilich gab es auch negative Erfahrungen, denn die ganze Berufsausbildung zu DDR-Zeiten war staatlich gelenkt. Und viele Mitschüler von mir haben auch nach der Ausbildung, nach dieser erweiterten Ausbildung, kein Studium begonnen, aus verschiedensten Gründen. So, ein großer Unterschied zu den jetzigen Verhältnissen, und das ist eine Sache, wo wir noch mal drüber reden müssten, wo eines der Risiken versteckt ist, besteht darin, dass zu DDR-Zeiten das Abitur nur 5 bis 10% der Schüler jeder Jahrgangsstufe über die erweiterte Oberschule erreichen konnten. Oder bis 12%, Herr Butzki, Sie waren Schulleiter, dann denke ich mal, dass
dass sie die besseren Zahlen haben. Und adäquat in diesem Zahlenbereich, in diesem Prozentbereich liegen auch diejenigen, liegen auch die Werte für die Schüler, die diesen Beruf mit Abiturzweig gewählt haben. Heute haben wir 36% von Gymnasiasten, also 36% unserer Schüler schlagen die gymnasiale Schullaufbahn ein. Das heißt also, die Zahlen sind nicht mehr mit denen von früher zu vergleichen. Das heißt also, wer eigentlich jetzt hier im Lande die geistigen Voraussetzungen erfüllt, das Abitur zu absolvieren, der sitzt eigentlich schon irgendwo auf einer Schulbank im Gymnasium. Ja, und deswegen würde ich sagen, eine zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit an dieser Stelle zu etablieren, beseitigt nicht unbedingt den Fachkräftemangel, denn der Fachkräftemangel hat hierzulande im Wesentlichen demografische Ursachen. Es sind einfach nicht genug Auszubildende im entsprechenden Alter da, die die ganzen Ausbildungsmöglichkeiten wahrnehmen können. Und das ist auch eins dieser Risiken, die wir hier eingehen, die wir hier sehen. Also diese demografischen Gegebenheiten können wir damit nicht ändern. Und wir haben ja auch feststellen müssen, dass leider die zugereisten Migranten nicht den Nachwuchsmangel auffüllen, den wir hier eigentlich im Lande haben. Also die können besser Englisch, das mag sein, aber das ist hier immer noch nicht die Umgangssprache. So. Und ja, komme ich ja. Wer die Berufsausbildung mit Abitur kombinieren möchte, verfügt bereits jetzt über schnelle Wege, indem er nach dem Abitur oder Facharbeiter eine verkürzte Berufsausbildung absolviert. Auch existieren verschiedene Möglichkeiten, ein Studium ohne Abitur aufzunehmen, gemäß § 18 Absatz 1 Landeshochschulgesetz MV und zweiter Qualifikationsverordnung MV berechtigen bestandene Meisterprüfung gewisse ihr gleichgestellte Fortbildungsprüfung zur Aufnahme eines, und zwar jedes, Studiums ohne Abitur. Eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung kann laut § 19 Absatz 1 und 2 Landeshochschulgesetz MV nach einer zweijährigen fachverwandten Berufsausbildung und dreijähriger fachverwandter Berufserfahrung durch eine Hochschulzugangsprüfung erworben werden. Gemäß § 19 Absatz 4 Landeshochschulgesetz kann durch eine Zusatzprüfung die fachgebundene allgemeine Hochschulzugangsberechtigung umgewandelt werden. Also es gibt schon jede Menge Möglichkeiten. Es mangelt also nicht daran. Ja, nein. Das liegt nicht am Mikro. Ich habe mal Luft geholt, wenn es erlaubt ist. Nein. In letzter Konsequenz bedeutet das, dass diese zusätzliche konkurrierende Ausbildungsmöglichkeit, die hier zu den bestehenden Gymnasien und Fachgymnasien geschaffen wird, das System weiter zerreißt und zersplittert. Das Ausbildungssystem. Es werden mehr Möglichkeiten geschaffen, aber wir haben nicht mehr Leute. Es wäre nach unserer Auffassung auf jeden Fall sinnvoll, dass wir mehr für die Familienpolitik tun, dass sich mehr junge Leute für Kinder entscheiden. Ich hatte eine solide Ausbildung, das ist richtig. Natürlich, ich habe meine Ausbildung geschafft und ich habe mein Studium geschafft, Herr Butzki. Und ich bin kein Lehrer geworden, Herr Butzki. Ja, so. Da wir das Risiko sehen, dass wir hier einen konkurrierenden Zweig mit einer weiteren Zersplitterung des Ausbildungssystems aufbauen, werden wir uns diesem Antrag enthalten. Einer Zustimmung zur Überweisung in den Ausschuss würden wir dann erteilen, wenn sie beantragt würde. Nee, hat keiner beantragt. Wenn sie beantragt würde. Wir sehen aber zu viele Risiken, die hier in diesem System versteckt sind. Und ich hoffe, das habe ich zum Ausdruck gebracht. Und will Sie jetzt auch nicht länger durch Luft holen, vom Rest des Tages abhalten und verabschiede mich hier. Dankeschön.